Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das aktuelle Unboxing von der Oktober Blissim Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blissim Box ist eine Box aus Frankreich, enthält ungefähr 5 Beauty-Produkte und in unterschiedlichen Größen. Mal Full-Size, mal Travel-Size und sie kostet 17,90 €. Wenn du möchtest, habe ich unten auch einen Freunde-Werben-Freunde-Link. Da kannst du dann auch ein bisschen auf die erste Box sparen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hier drin haben werden. Wir haben ein sehr natürliches Design. Es ist so wie Gras. Ne? Und dieses Mal haben wir eine Box, manchmal haben wir auch eine Tasche. Ich habe den Deckel jetzt einfach mal entfernt und mich strahlt das Motto an, Natural Mood. Also es geht hier wirklich um Natürlichkeit und da bin ich sehr gespannt drüber, was dann da drin sein wird. Also das Editorial, was hier drin ist, ist immer auf Französisch und da geht es auch, wenn ich das so überfliege, dass wir quasi den Sommer verlassen und wir uns auf den Winter vorbereiten sollen und dass der Oktober uns jetzt natürliche Inhaltsstoffe geben soll und dass wir alles Natürliche suchen sollen. Okay, interessant. Und uns wird ein Menü präsentiert in dieser Box. Also die Box ist auch meistens sehr auf das Profil angepasst, weil das ist wirklich eine Box, die sich auf das Profil bezieht, das Beauty-Profil, was man hinterlegt, ne? Und das finde ich ziemlich cool. Es ist außergewöhnlich, weil so intensiv wie die Blissim-Box macht es keine andere Box, sich auf das Beauty-Profil zu beziehen. Ich sehe das immer bei Unbox Butterfly Nicole, die öffnet auch immer die Blissim-Box und wir haben sehr unterschiedliche Beauty-Profile sehr offensichtlich hinterlegt und man kann auch Präferenzen hinterlegen. Das finde ich ganz cool. Und es geht hier wirklich um Natürlichkeit, um Einfachheit und auch um eine Prise auf den Kopf. Okay. Ja, und irgendwas für die Augen. Die Produkte sind hier aufgeführt. Wir haben auch dadurch, dass wir die Blissim Box abonniert haben, die Möglichkeit im Onlineshop von Blissim das alles vergünstigt einzukaufen. Ich glaube 15% spart man da immer. Die haben auch immer Sondereditionen, diese Splendist Aktion. Dann haben die auch aktuell den Adventskalender für 49 €. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Den habe ich auch schon bestellt. Also super viele Sondereditionen. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr interessiert seid. Dann haben wir einen Code von Shares und Blissim. Keine Ahnung, ja, da kann man halt Fotos ausdrucken. Ja, ist okay. So, und jetzt haben wir hier den ersten Blick in die Box. Wir haben tatsächlich auch manchmal die Möglichkeit, eine Farbe zu wählen bei Produkten oder uns zu entscheiden, möchtest du das, das oder das? Und ich weiß jetzt gar nicht, welches das war. Ich glaube, war das nicht das hier? Weiß ich nicht. Le Rouge Français. Da habe ich Siegfried, ein Baume Tinté, also ein Tinted Lip Balm haben wir hier drin enthalten. Ich persönlich mag leider nicht die Lip Balms, die in Pöttchen drin sind. Also, ne, es ist eine schöne Farbe, definitiv. Aber der wird weiter wandern, weil ich, das ist die Farbe 240, weil ich einfach nicht gerne mit Fingern in Pöttchen reingehe und deswegen, ne, kein Produkt, was bei mir bleibt. Dann habe ich als nächstes hier ein Pöttchen drin von Nunu, ein Conditioner, finde ich sehr toll, von Davin ist das. Oh, 75 ml, ist ein nährender Conditioner für sehr beanspruchtes Haar und mit Tomatenextrakt, das finde ich ja witzig. Und das ist so ein Pöttchen. Präferiere ich persönlich auch nicht unbedingt, ist aber, wenn ich es zu Hause halt stehen habe, kann ich da auf jeden Fall so rein und dann in die Haare. Ne? Das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Freue ich mich drüber, werde ich verwenden. Conditioner haben wir nämlich relativ selten in Boxen drin oder auch in Adventskalendern, die ich ja aktuell sehr viel auspacke. Deswegen freue ich mich immer über Conditioner. Das ist nämlich ein seltenes Produkt. Dann haben wir von Green Barbet Urban Nature Gommage Visage. Okay, das ist ein Gesichtspeeling, 30 ml, mit irgendwie ein Reispuder und Fruchtsäure, 99% natürlichen Inhaltsstoffen. Das Reispuder finde ich jetzt ein bisschen störend, weil eigentlich wollte ich weg von mechanischen Peelings und nur noch diese Enzympeelings oder Säurepeelings verwenden, weil meinem Gesicht es einfach gut tut. Also wir sehen es auch heute übrigens. Ich bin mal relativ ungeschminkt. Ich habe nur ein bisschen Mascara und ein bisschen Eyeliner oben drauf, ein bisschen braun. Ich sehe sehr müde aus. Ich bin auch gerade sehr müde, denn ich drehe dieses Video relativ früh am Morgen. Aber ich habe jetzt ja aktuell ein bisschen mehr Zeit, von daher kann ich das auch morgens dann drehen. Aber so sehe ich quasi
relativ frisch aus dem Bett gefallen aus, mit ein bisschen Pflege drauf, ein bisschen durchs Gesicht gewaschen und ein bisschen Mascara drauf. Und ja, da weiß ich jetzt, also meine Haut ist, also ich wollte nur sagen, meine Haut ist echt gut zurzeit. Ne? Also da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Ich hatte hier wegen der Erdbeerwoche einen einzigen Pickel, das ist wow, sonst habe ich super viele Pickel. Meine Haut ist klasse aktuell. Na egal. Deswegen, ich merke einfach, dass die Routine, die ich aktuell habe, mir wirklich, wirklich gut tut. Und da muss ich halt einfach mal testen. Das teste ich halt auch, ne? Wie mechanisch dieses Peeling dann ist. Okay, dann geht die Party weiter und hier haben wir was von NYX drin, Bio Organic. Das hatten wir auch schon öfters mal. Das ist ein Marine Seaweed Skin Correcting Moisturizing Fluid, 15 ml. Und das würde ich als Serum bezeichnen. Also das soll quasi die Haut reparieren und korrigieren, wahrscheinlich so ein bisschen Rötungen irgendwie minimieren. So könnte ich mir das vorstellen, vielleicht auch Poren minimieren, Haut korrigieren. Joa. Okay, und auch das wieder ein natürliches Produkt und das vierte in der Box. Und das fünfte, was wir hier drin haben, ist etwas von Respire, ein Deo, finde ich cool. 100% natürliche Inhaltsstoffe, das soll tatsächlich 48 Stunden halten. So lange halten bei mir gerade natürliche Deos nicht. Das ist vegan, hier haben wir 10 Gramm. Das ist so ein kleiner Stick und sowas würde ich persönlich abends verwenden, weil ich abends halt, nachdem ich geduscht habe und so, gerne Creme-Deos oder Deo-Roller verwende oder halt Deo-Sticks. Und da ist es eigentlich 1A, ist halt so ein hochdrehbarer Stift. Riecht sehr frisch, sehr angenehm und ja. Das wäre jetzt der Inhalt von der Box gewesen. Ich muss leider gestehen, dass ich dieses Mal nicht so begeistert bin, wie ich das sonst bei der Blissim-Box bin. Weiß ich nicht. Also der Inhalt gefällt mir persönlich nicht so gut. Wir haben halt fast... Ja, nee, wir haben das, dieser Lippenbalsam ist ja auch ein Balsam und keine, ne? Keine dekorative Kosmetik. Haut mich persönlich jetzt nicht so ultimativ vom Hocker, aber es sind brauchbare Produkte. Das darf man halt nicht vergessen. Ne? Das ist halt alles irgendwie durchdacht, aber... könnte besser sein. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und der Blissim-Box. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz toll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und auf dieser Seite und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!